Einen schönen guten Tag. Oh, wir haben zwei neue Bewerber. Was? Jemand, der hat. Jemand, der. Jemand, der pendelt Raserei. Wie konnte ich das unterbinden? Ach, okay, das sind Verbrecher. Ja, dafür bräuchten wir halt ihn, ne? Aber der ist nicht verfügbar. Super. Der wird jetzt hier weiter irgendwelche Leute zerdeppern. Und wir werden die ganzen Blutlachen wegmachen. Ah ja, er ist ja fit. Edwards, du bist nicht mehr das, was du sein solltest. Jetzt geht er zur Flagge, jetzt geht er zurück. Und Johnson nimmt sich das. Super. So, jetzt können wir ihn erstmal rausschmeißen. Warum geht denn das automatisch jetzt? Also ich meine, ich freue mich ja, aber. Und warum steht ihr im Bahnhof im Regenschirm? Das verstehe ich auch immer noch nicht. Das erklärt sich mir auch noch nicht, warum die Leute mit dem Regenschirm hier umherlaufen. Oder gilt das erst ab hier? Kurios. Gut, was wir auf jeden Fall machen, ist den zweiten Eingang jetzt dazu bauen. Kann ich das so machen? Hallo? F1. Danke. So, haben wir 200. Ja, also auf lange Sicht gesehen bauen wir hier unbedingt den zweiten Eingang. Und dann werden wir in die Tiefe gehen. Und zwar hier. Da müssen wir hier nochmal ein bisschen was umbauen. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, das heißt Diebstahl. Alter, ich verstehe es nicht. Ich drücke F1! Ich drück doch F1! Die Leute sind immer noch trübsinnig, ja? Weil ich verstehe nicht, wie ich das lösen kann, das Problem. Ehrfurcht und Respekt. Na, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Reduziert die Wärme. Händler, das mehr kühlen. Der Luftreiniger, das ist für schlechte Luft. Das macht für mich alles Sinn. So ein Kaffeewagen. Können wir hier nochmal bauen. Können wir mal hier vorne hinsetzen. So, haben wir jetzt schon wieder Stromprobleme? Nee, alles noch gut. U4 Kaffee. Okay, jemand, der pendelt Raserei. Dass man das auch nicht vorher irgendwie behandeln kann. So, dann bauen wir da nochmal eine Bank. Da haben wir Bänke. Gut, dann sparen wir jetzt nochmal ein bisschen Geld für den Bereich hier. $720. Ja, aber wir haben gleich Feierabend. So, gießen. Okay, wir müssen einmal reparieren und ansonsten sind wir eigentlich durch mit allem. Können wir direkt zum nächsten Tag gehen. So, da kommen schon mal die ersten Pendler an. Ach, wir scheffeln erstmal wieder ein bisschen Kohle. Ich weiß nicht, warum es hier Tristesse ist. Ich baue einfach mal so ein paar Schilder hin. Oh, nee, war richtig. Keine Ahnung, ob die Leute jetzt immer noch Tristesse haben. Ah, Geldautomatenwerbung. Immer gut. Okay, wenn ich draufklicke, geht's sofort.
Ich verstehe es einfach nicht. Okay, kann ich mir gerade so nicht leisten. So, haben wir. So, ich drücke F1. Nichts passiert. Ja, den Bahnsteig könnte man natürlich auch nochmal verlängern. Haben wir denn 5? Ja, locker. Gut, dann müssen wir natürlich hier rauf gehen. Hallo? So, kostet mich 1100. Alles klar, nein. Sind die Leute... Okay, 25%. Also es geht wirklich minimal bergauf. So um Prozentpunkt für Prozentpunkt geht's bergauf. Aber das ist ja... Puh. Schwierig ist das. Ja, ich gehe auch fest davon aus, dass wir... Ich werde mal, wenn Pause ist, hier einen Generator 1 rausschmeißen und dafür Generator 2 wieder setzen. Ein Dieb hat den Bahnhof betreten. Ja, meistens der mit der Kapuze ist der Dieb. Ah, er steht auch so. Traurig. Warum bist du denn traurig? Da wird geklaut irgendwo. Da ist er. Sag ich ja, der mit der Kapuze ist es. Mann, ey. Jetzt, wenn ich es geahnt hätte. Ah, es sind immer die Kapuzenboys. Also, wenn ihr irgendwann mal einen Menschen mit Kapuze seht, Obacht! Es wird zu 90% ein Gauner sein. So, dann bauen wir da den Fußgängerüberweg hin. Den Eingang setzen wir hier hin. Ja, dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld ansparen. Ein Dieb hat den Bahnhof betreten. Ist es der mit der Kapuze? Ist es der mit der Kapuze? Ach so. Ja, jetzt steht da natürlich keiner, der es überwachen könnte. Ja, Mist, die muss halt auf beiden Bahnsteigen aktiv sein dann. Also auf beiden Seiten des Eingangs, so rum. Gut, Tag beendet. Wie viel Geld bringt mir das? Ja, trübsinnig. Ja, wieder 34%. Gut, 300. Kriegen wir sogar mal den vollen Preis wieder. So, Generator 2. Eingang steht. Dann bauen wir uns hier natürlich auch erstmal so die grundlegenden Sachen wieder. Drehkreuze. Oh, jetzt ist eine Ratte irgendwo gespawnt. So, Grippewelle kommt demnächst. Da wurde eine Ratte gekillt. Edwards macht wieder ein bisschen Werbung. So, warum kriegt ihr Minuspunkte? Okay, teuer nicht leisten. Mach mal 8 Dollar. Traurig. Müll gesammelt. Ticket gekauft. Sie hat sich verirrt, steht aber direkt neben dem Schild. Gut, sie ist auch blind. Kann man ihr nicht übel nehmen. So, da ist einer im Wasser ausgerutscht. Strommäßig sieht super aus, das freut mich. Ich drücke wieder F1 und nichts passiert. So, Drehkreuze können wir aber schon mal setzen. Dann brauchen wir jetzt Fahrkartenautomaten. Die waren wie teuer? 400.
Ich würde erstmal die normalen Sachen bauen. So, kann ich das hier drücken? Nee. Ja, was geht ihr denn da auch hin? Das... Ach Mann, ey Leute, das ist doch zu... Ach, ich krieg einen zu viel. Gut, komm, dann machen wir den Kack jetzt hier auf. Und dann müssen wir uns jetzt nach und nach hier alle Sachen zusammenbauen. So, definitiv erstmal ein Mülleimer. Dann kommt da und da nochmal Pflänzchen hin. Da kommt auch noch ein Ventilator hin. Eine Karte muss hier auf jeden Fall hin. So, Karte. Ja, ich weiß, ihr habt keine Bänke. Ich habe aber gerade kein Geld. So, da ist überfüllt, weil es halt nur einen Kassen- oder Fahrkartenautomaten gibt. Ja, teuer. Ja, die Leute beschweren sich immer noch. Ach so, und ich muss hier jetzt gleich ändern auf beidseitig. Einen Fahrkartenautomaten wollte ich da noch bauen, aber das machen wir gleich, wenn wir ein bisschen Geld haben. Ich würde wahrscheinlich erstmal die Sachen hier bauen. So, nochmal ein paar Bänke. Dann ist der Tag auch gleich rum. Ach, wieder eine 26%. Was ist denn das Problem jetzt? Schlechter Einkaufsbereich. Also, hohe Preise. Mehr Prestige notwendig. Einer ist ausgerutscht, ohnmächtig. Schmutzfink. Also, viele beschweren sich immer noch über Trübsinnigkeit und dann ist noch Müll das Problem. Okay, wo ist der Mopsmann? Da unten. Ah, oh, der ist noch am Ackern. Ja, der hat halt hier wieder, ne, richtig zu tun. Reise beendet. Mitarbeiter, Mensch. Was machst du jetzt? Gießen. Da hinten ist noch ein bisschen Müll. Und dann können wir eigentlich auch wieder loslegen. Ah, du bist jetzt fertig. Ach, leert nochmal Müll. Jetzt ist er fertig. Minus 18, aber das schaffen wir. So, hier muss auf jeden Fall definitiv nochmal ein Fahrkartenautomat hin. Achso, ich wollte den Bahnsteig auch verlängern. Oh. Dafür war ich auch nochmal richtig Arsche. Boah, ey. Da brauchst du aber wirklich hier sehr viel Geld immer am Anfang. Ich gucke mal, dass hier irgendwie der Ruf ein bisschen hoch geht. So, Maximum haben wir übrigens schon erreicht. Das heißt, wir können uns jetzt auch alle Sachen erstmal holen. So, da sind wir durch. Einrichtung, da haben wir die Statue noch. Dann haben wir hier Rattengift, Müllpresse, Luftreiniger, Venti 2, Klimaanlage 1. Überwachungskamera. Halt, was ist das? Handdesinfektion. Okay. Kondensator 2. Davon haben wir noch gar keinen gebaut hier. Werkzeuge haben wir alle. Handel. Hotdog-Werbung. Kaffeewagen-Werbung. Obst- und Gemüse-Werbung. Blumen-Werbung. So, ich habe irgendwas erreicht. Ich weiß nicht was. Kundenservice. Abfallsammler. Spind kaufen. Legen Sie Mitarbeiter über das Mitarbeitermenü an, um bestimmte Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Oh, jetzt haben wir aber richtig Geld bekommen. So,
da, 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 da. Was wollte ich denn jetzt hier noch bauen? Eine Statue. Bauen wir uns hier mal eine Statue hin? Kriegen wir noch mal ein bisschen Prestige? Ach, ich habe keine Beleuchtung. Oh, jetzt weiß ich auch, woher Tristesse kommt. Alter, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Es tut mir wahnsinnig leid gerade. Alter Schwede, bin ich blöd. Ja, gut. Dann hat sich auch das geklärt, warum hier überall Tristesse herrschte. Ja, oh Gott, ey, es ist wirklich schlimm mit mir. So, jetzt herrscht hier auch keine Tristesse mehr. Jetzt haben wir zwar auch keinen Strom mehr. Alter Schwede, wie viel die verbrauchen. Ist ja der Wahnsinn. So, haben wir jetzt genug? Ja. Oh, ey, sorry. Wirklich, ganz dicke, fette Sorry an euch. Für meine Blödheit. Ja. Ich bin so blöd. Was ist los? Was ist los? Okay, da machen Leute wieder Sachen kaputt. So, jetzt herrscht ja keine... Wow. Auch keine Tristesse mehr. Oh Gott. Oh, und ich wundere mich die ganze Zeit. Gibt es gar nicht Beleuchtung 2? Wo ist denn Beleuchtung? Wahrscheinlich Einrichtung, oder? Ne, Beleuchtung 2 gibt es erst auf der nächsten Stufe. Mit kleinem, geringem Stromverbrauch und hoher Wärmeentwicklung. Okay. So. Ja, du hast auf jeden Fall eine Menge zu tun jetzt. Ich bräuchte eigentlich noch einen sechsten Mitarbeiter, der halt auch noch für Müll, also für die ganze Reinigung zuständig ist, weil einer schafft das einfach nicht mehr, wie ihr seht. So, Tristesse müsste jetzt dann definitiv auch nicht mehr kommen. So. Oh ja, habe ich vergessen. Gut, baue 3 Bahnsteige, halte über 0, okay. Baue Überwachungskameras, dann kriege ich nochmal 2000. Na, das ist doch ein Anreiz. Und was finde ich die da? Track and Trace. So, und hier vorne bauen wir auch mal eine. Ach, wir haben kein Geld dafür. Aha, $1 habe ich nur noch. So, ich muss 2 bauen. Minus $332. Oder Pfund. Ein Vandale hat den Bahnhof betreten. Schön, dass die Vandalen angezeigt werden. Du kannst es dir nicht leisten, du kannst es dir nicht leisten. Wie teuer ist denn so eine Kamera, bitte? 300. So, baue Handdesinfektion. Einmal für 1000. Handdesinfektion, da. Kostet mich aber auch nur 100. So, damit kriegen wir direkt nochmal einen weiteren... Erfolg. Dann baue ich jetzt die Überwachungskamera für den nächsten Erfolg. Obwohl, das ist egal, wie rum ich die drehe. Die dreht sich ja eben im Kreis. So, Strom ist super. Okay, damit haben wir auch das geschafft. Erreiche Trittziele, baue maximal mögliche Anzahl von Gleisen und dann den Ruf. Okay, also dann haben wir die Baudinger zumindest schon mal erledigt.
So, dann gibt es noch ein Pflänzchen. Und dann holen wir uns noch einen Mitarbeiter. Weil das ist teuer. Und zwar hätte ich gerne einen mit Ablehnen. Also er hier. Oder sie. Millie Rodriguez wäre es. Werden die älter? Nee. Okay. Also Millie Rodriguez ist die Wahl. Weil der eine kommt einfach... Ja, okay, jetzt macht sie auch noch Pause. Miss Simon. Oder Simon. Ah, kann sein, dass ich jetzt sämtliche... Dass ich jetzt sämtliche Blumen verliere. So, Miss Rodriguez kriegt bitte die Prioritäten. 1, 2, 1, 1. So, du kriegst eine Gießkanne. Ah, die haben ja auch alle schon wieder komplett falsch gebaut. Ne? Die müssten alle eins nach hinten. Du kriegst den Mob und die Greifzange. Stehen doch richtig. Okay, dann habe ich... War ich verwirrt. Okay. So, jetzt ist hier aber auch schon wieder richtig viel los. Ach, jetzt... Ach, Kacke, die Dinger gehen alle ein. Pflanze. Ach, die sind alle eingegangen. Scheiße. Ach, die sind alle eingegangen. So, da Pflanzen gießen bitte. Okay, super, auch im Arsch. Da ist einer krank, da wird sich aber auch nicht drum gekümmert. Ach, ist gerade schon wieder Grippewelle, wa? Ja. So, verzögerte, was? Gut ausgeleuchtet, okay. Ja, 50%. Jetzt geht's aber auch richtig bergauf. Sehr geil. So, dann würde ich als nächstes den Bahnsteig verlängern. Und als übernächstes... Ach, scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Ach, Kacke. Oh, jetzt werde ich wieder nicht hinterherkommen mit dem Geld. Jetzt werden die wieder alle streiken am nächsten Tag. So, ach, endlich ist Tristesse weg. So, Leute beschweren sich immer noch über die hohen Preise. Ich beschwere mich immer noch über die große oder die riesige Anzahl von Generatoren. Kann ich den eigentlich sagen, reparieren? Nee, wa? So, wir müssen eigentlich durch sein mit allem. Nee, da hinten der Müll noch. Und dann starten wir den neuen Tag und werden wieder mit Streik beginnen. So, da liegt noch etlicher Müll rum. Gut, so, streikt bitte. Jetzt könnten wir theoretisch auch... Ach so, ja, wir haben ja eh jetzt Edwards. Stell ich mal. Ja, jetzt ist Streik, super. Ich wollte gerade sagen, stell ich mal bitte jetzt hier hin. Um das Ganze ein bisschen besser zu koordinieren, wenn was das hier betrifft. Weil da vorne habe ich jetzt ja meine Überwachungskameras. Und so können wir Leute nochmal ein bisschen motivieren. Die Leute eigentlich zufrieden? Also zumindest der Ruf geht bergauf. Oh, ich befürchte fast, dass ich fast noch ein paar mehr Mülleimer bauen muss. So,
Ich drücke wieder F1, nichts passiert. Ist der, habe ich das Falsche gebaut? Ah, ich müsste das Signalrelais bauen, nicht blöd, Mann. Okay, also der kommt automatisch. Gut. Habe ich den zweiten Schritt vorm ersten gesetzt. Das macht dann jetzt auch Sinn, dass es nicht funktioniert hat die ganze Zeit. So, Gleis verlängern. Dann können wir jetzt nämlich hier auch die Viererzüge uns rufen. Ja, ich kann mir die Leute wieder nicht leisten. Alles gut. Kommt jetzt auch ein Viererzug? Freigeschaltet habe ich ihn, ne? Ja, Vierwaggonzug. Yeah, Viererzug. Sehr schön. I smell rats. Warum wird der eigentlich immer noch gestreikt? So, jetzt wird nicht mehr gestreikt. Sehr gut. Ah, überfüllt. Vielleicht sollten wir hier noch einen zweiten Fußgänger... Eine zweite Fußgängerbrücke bauen. So, dann entzerrt sich das hoffentlich alles ein bisschen. Ah, es ist halt immer noch überfüllt, ne? Darf man halt nicht unterschätzen. Ah, es ist mega überfüllt hier. Ich muss das Ganze entzerren, indem ich unten die Bahnsteige jetzt baue. Das machen wir dann aber in der morgigen Folge. Was ist jetzt los? Oh, hier vorne ist einer umgekippt. Ich würde sagen, ich werde nochmal 2-3 Tage spielen, sodass ich ein bisschen Geld angespart habe. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann auch gleich... Und dann auch gleich so, dass wir von Anfang an was bauen können. Warum? Ist jetzt... Ist das doch eigentlich Verbrechenswelle und keine Hitzewelle? Ja, das muss ich hier alles entzerren. Das muss alles größer gebaut werden. Boah, ich bin echt gespannt, ob ich das hinkriege. Mal ganz kurz. Ich darf hier sowieso gar nicht bauen. Theoretisch müsste ich die beiden da oben hinbauen. Also ich kann das alles entspannt auch abreißen. So, weil da kommt ja noch Etage 3 quasi hin. Ich müsste, wenn, dann hier runtergehen. Dann kann ich ja auch ganz entspannt hier hinten runtergehen. Kurz drehen. Nee, das ist Quatsch. Hier müsste ich dann runtergehen. Quatsch, nein, sorry. Boden bauen. So, und da müsste ich jetzt dann die Treppen setzen. Also Rolltreppen in dem Fall. Herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten Rolltreppe. Rolltreppen machen die Menschen weniger müde und erzeugen einen guten Ruf, je länger sie auf ihn sind. Geschwindigkeit einer Rolltreppe ändern, indem du rechte Maus klickst, langsamer und du bekommst mehr Ruf, schneller und du hast mehr Durchlauf. Zu schnell sorgt vielleicht dafür, dass Pendler schlecht wird und in Panik verfallen. Ja, Speed machen wir langsam. Okay, gut, dann werden wir hier die nächsten Bahnsteige bauen. Ja, da muss ich halt jetzt nach und nach mich voran bauen. So, nächster Tag übrigens. Boah, hat gerade so gereicht. Bis auf 5 Dollar genau. Ja, und dann werden wir... Was ist denn hier los? Richtung ist... Ne, die ist sogar richtig. Aber hier, so rum muss die.
Und dann werden wir uns morgen um die nächsten Bahnsteige kümmern. So, wie gesagt, ich werde ein bisschen Geld ansparen und dann bauen wir hier unten die nächsten Bahnsteige. Bis dahin, ciao, tschüss und auf Wiederschauen.